Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elite Dangerous. Heute mit dabei sind natürlich wieder der Dietrim, Hallo. der KB Hi. und der Dozar, oder wie ich dich nennen soll. Marius. Einfach Marius, okay. Ja, was machen wir heute? Wir werden au Hallo, Dankeschön. Auf einen Planeten fliegen. Dort landen und ein bisschen mit dem neuen, wie heißt er, SRV rumfahren und natürlich Ja. Rohstoffe sammeln. Wenn ihr mir sponsert, dann kaufe ich ein Outfitting. Weil dann könnte ich die in Hangar von meiner ASP in meine Crate packen. Wie viel Kohle hast du denn? Ich. Wie viel würdest du mir geben, damit ich den ausbaue? Ich brauche ein bisschen Geld dafür, weißt du? Glaube ich dir kein Wort von. Doch. Ich glaube auch jetzt. Ich würde jetzt einfach schon mal dahin fliegen, wo wir hin müssen, und dann sehen wir uns einfach wieder, wenn wir kurz vor Eintritt sind. So, da sind wir jetzt auch bei dem Planeten angekommen. Autsch. Wir sollen jetzt vielleicht mal Ah. runterbremsen. Direkt mitgenommen. Ah, und da sind die antiken Ruinen. Okay, gut. Dann befinden wir uns schon mal langsam in Landeanflug. Ja. Was bringt es eigentlich, wenn man diese Für was? Relikte scannt? Information. Okay, ich bin komme langsam gleich in Orbital. Ne, Ich nicht habe keinen Bock Orbital. mehr, Epsilon-Daten zu sammeln. Wie heißt's? Orbitalflug Doch, aktiviert. Orbitalflug, sage ich ja. Okay, ich steuere direkt auf euch drauf eigentlich, also wenn ihr bei antike Ruinen seid. Antike Ruin 3. Ja, da fliege ich gerade direkt drauf, aber ich sehe Genau, euch da nicht. sind wir. Immer kurz AFK. Seht ihr mich auf der Karte? Okay, KB, wie Dietrich ist AFK, jetzt können wir ihn kaputt machen. Ja, ich war schon hin. Nach 63 Kilometer über der Oberfläche. Könnt ihr vielleicht Geschwader eben machen? Wir sind in Robon, die haben das, glaube ich. Dann habe ich nämlich euer Signal. Ja, die haben das nicht. Wir sind gar einfach antike Ruine 3. Okay, ich Deine gleite. Schilde sind weg. Ja, wundersam und sehr spannend ist das hier, wie das alles funktioniert. Nee, eben nicht. Ich mache jetzt diese Wandfahrt-Gedönse. Noch 7 Kilometer über der Oberfläche. Gleiten beendet. Perfekt. Da ist die Ruine. Seid ihr direkt mitten in der Ruine? Jetzt gerade ja. Ich Ich bin stehe gerade. kurz, ich bin jetzt mal weg, mein richtig Gassi gehen. Ich komme in einer halben Stunde wieder. Ich gehe mal Vollgas nach unten, dass ich schneller da unten bin. Seht ihr mich oben am Himmel? Oh je, okay, ich sollte mal langsam runtergehen. Noch 1,5 Kilometer über der Oberfläche. Ich bin da, aber der Kreis wird plötzlich so durchsichtig. Was ist denn das jetzt? Warum werden die Ruinen plötzlich dunkel? Da sagt mir, es sind 300 Meter. Ich bin auf dem Planeten, ja. Oh, Alter. 4 Meter über dem Boden habe ich noch angehalten. 246 Meter sagt nicht, dass es jetzt doch auf der anderen Seite. Fahrwerk ausgefahren. Warte mal, das ergibt doch keinen Also Sinn. ist die Linie gestrichen, ist das die Ziellinie gestrichelt? Ja. Ja, dann ist das auf der anderen Seite. Ach man, also doch, oh, müssen wir mal rüberfliegen, oh, come on. Wenn das gestrichelt ist, bist du auf der Fall ist das hier auf der falschen Seite vom Planeten. Nee, warte mal, ich bin in den Ruinen, sagt er mir auf der Karte, also dieses. Also das auf der Karte sieht. Warte mal, hier Discord meinen. Guck mal hier auf dem Boden. Das sieht doch aus wie.
Das sind doch safe, das sind doch die Ruinen. Ja, die sind aber auf der anderen Seite. Der Kreis ist gestrichen. 500 Meter? Mach mal nach. Dann sehe ich auch was. Fahrwerk eingefahren. Also wieder ein Orbital-Cruise. Ja gut, dann sehen wir uns aber gleich wieder, wenn wir da sind. So, ich hab's endlich gefunden. Wir sollten nur einmal am besten ein bisschen... Mahlzeiten, auf was bist du denn? Ah, an diesem Ruin! Hast mich gesehen? Ich glaube, ich sollte langsam mal runter, oder? Bin ich richtig? Ja, ne? Nee, nee, du musst noch ein bisschen höher und ein bisschen weiter hinfliegen. In den blauen Bereich, genau, Vollgas geben. Und ein bisschen näher hin. So bei 80 Kilometer kannst du dann runterziehen. Jetzt noch nicht. Ich geh in der Regel schon bei so ungefähr 100 runter. 80 Kilometer? Kommt drauf an, wie nah du dran bist, aber daraus, dass er jetzt schon so tief und so nah dran ist, kann er auch bei 80 runter. Sonst ist der Einflugswinkel zu flach. So, jetzt ist sie runter. Und genau. Jetzt gleiten wir wieder. Endlich. Uraltes Relikt. Ah, dieses Guardian-Scheißzeug. Wir landen. Langsam, wir sollten mal vielleicht runterbremsen. Beta wieder nur. Ich habe irgendeine Deckung gemacht, hä? Ja. Mein Problem ist, die ganzen Entdeckungen, die ich gemacht habe, die muss ich alle nochmal machen, weil ich vorher dort war, bevor es den Codex gab. Ja, geil. Sie fliegt denn jetzt rückwärts? Ah, Vollgas. Pass mal, dass du nicht Vollgas in den Planeten reinrahmst. Mhm. Sollte man vielleicht schon mal Fahrwerk ausfahren. Es ist mir mal ein paar Mal mit meiner ASP bei Targoin-Basis ausgefahren. Das hat recht interessant für die anderen geendet. Warum? Kaboom. Ja gut, du hast den Vorteil, du kannst, du hast deinen Flottenträger ist im System, oder? Aber warum fährt der denn? Dietrichs Flottenträger ist im System. Ja gut, da kannst du drauf spawnen, das reicht ja. Ja. So, ich komme langsam runter. Hey. Ein bisschen mehr. Deshalb nur auf eure Position irgendwie kommen. Seht ihr mich? Vielleicht. Aber vielleicht aber auch nicht. Habe ich getroffen? Also ich sehe, du hast kein Schild mehr, aber mal wieder. Ja, ich hatte es gerade, weil ich das war zu viel Energie weg war. Ah, hier ist die Ruine. Ja, nee, die Ruine ist plötzlich wieder auf der anderen Seite. Nee, nee, passt schon, die ist nur versteckt. Okay, also kann ich einfach hier oben am besten landen auch. Landen tust du am besten nicht in der Mitte. So, wir gehen langsam runter. Gut, aber ich bin nochmal was futtern. Bis dann. Oh. Ja, bis dann. Rumpfintaktheit gefährdet. Hallo, ich bin da. Ich komme auch raus. So, jetzt geht's endlich mal los mit dem. Nee, ich will kein Fahrzeug-Assist-System. Bitte aus. Warnung, niedrige Schwerkraft. Fahrzeug-Assist-System aus. Schwerkraft, I know. Oh, hier sind erstmal ganz viele Rohstoffe. Oh. Analysemodus, wir brauchen die Rohstoffe. Oh, hier geht's etwas tief runter. Ach, wirklich? Ah! Ah, perfekt. Alles gut. Alles gut. Scan ist. Hey. So, scan das Relikt. Daten. Hat er schon gescannt? Nee.
Delta endlich. Hallo? Keine neuen Merkmale gefunden. Achso, hat er schon fertig gescannt. Okay. So, nochmal einmal Delta habe ich Ding von denen. Da brauchen wir noch eine Saison. Was willst denn du dir holen? Alter. Hey, ich kann, warum kann ich den Obelisten jetzt nicht scannen? Hallo? Vielleicht habe ich die Chance gescannt. Oder KB. Wie seid ihr denn? Ah, jetzt muss ich darüber kommen, okay. Komm, wir geben mal ein bisschen Gas hier. Oh. Stopp. Cool, ich habe Absalom gefunden. Oh, hier liegt irgendwas, was ist das? Nice. Irgendwas glänzt hier, was ist das? Warte, eine Guardian-Urne. Ja, das Zeug kann man auch, kann man irgendwo verkaufen. Kann ich die aufnehmen? Ja. Du brauchst halt, das Ding braucht halt Frachtraum. Und die bringt viel oder wenig? Weiß ich nicht, habe ich nie gemacht, weil die sind so weit weg hier, bis ich damit rüberkomme, habe ich die aus dem Frachtraum geworfen. Weil die Piraten, die sind, wenn man einen Kunde hat, der keinerlei effektive Waffen besitzt, bisschen. Fliegen einfach hin. Dann hat ein Bautmann mal Scheiß, ja, das ist. Fracht genommen, perfekt. Bisschen blöd. Frachtkapazität. Der Booster braucht gar keine Daten. Habe ich gerade gesehen. Alpha. Oh. Eieiei, Leute, das ist hier echt ein kleines Durcheinander. Hier sind immer noch die Dinger, die ich skinnen kann. So, passt mal auf. Da stehen wir am Rande des Abgrunds. Oh, das sieht mega cool aus. So Leute, das mal kommt mal ganz schnell fürs Thumbnail raus. Jetzt brauche ich nur noch Epsilon. Habe ich von denen alles in den Dateien. Wie bekommt man eine Guardian Power Zelle? Dafür muss man zu den Strukturen gehen. Zu den anderen Dingern. Da wo diese kleinen Schiffe rumfliegen. Ja. Ah, es gibt mein eigenes Schiff, cool. Den Planeten. Da gibt's so Sachen, so zerstörbare Sachen, die kann man kaputt schießen und dann kommt da mit unter auch anderen Leute. Sachen die Powerzellen raus. Das Schiff. Energiezellen. Was? Dann gehe ich da mal hin, weil eigentlich. Ja, ich würde aber gucken, ob du schon alle Dateien hast, weil die kann man hier gut farmen. Ja, weil ich will nicht das Guardian-Schildteil holen. Da brauche ich auch, ich brauche da. Delta. Ich Sache ist, ich will erstmal alle Dateien haben, die ich brauche. Ich glaube, dafür brauchst du 24 Delta. Ja, ich habe 27. Ja, ich habe jetzt auch 24. Ich brauche halt nur noch, Sekunde, lass mich rechnen, 20 Epsilon. Ah, man bis ich die hab, gehe ich hier nicht weg. Frachtgreifer eingefahren. Frachtgreifer ausgefahren. Oder was? Zwei Fighter. Gibt ja drei. Ich will zwei und zwei beiden, die ich mag. Den Lance und den Trident. Stehst du da oben oder ist es nur dein Schiff? Mein Schiff habe ich weggerufen. Ah ja, ich auch. Ich stehe oben. Hallo. Ah, oh, du hast mich gehabt. Ja, habe ich gar nicht. Dann gehe ich jetzt mal zu der Guardian-Struktur. Ja, warte. Ich komme hoffentlich auch bald nach dann. Fliegt der jetzt mit dem Schiff hin oder was? Jo. Ja. Gamma wieder nur. Guardian-Struktur ist wo? Auch hier auf dem Planeten. Ja, ich hole noch ein paar Rohstoffe, wir brauchen noch ein paar. Ja, ich brauche nur Dateien. Deswegen, also es könnte vielleicht auch sein, dass ich kurzzeitig in Solo gehe, weil wenn mal wir gegenseitig die Obelisken schon gescannt haben, können wir die anderen die nicht mehr scannen. Ah, okay. Das heißt, ich kann dann wahrscheinlich mehr und schneller scannen, wenn ich einfach in Solo ganz Zeit rein und raus logge. Hier fährt sich gerade ein Obelisk aus. Oder was das ist? Obelisken fahren sich nicht aus. Ja, dann war es ein Relikt. Ach, die aktivieren sich dann einfach? Wie cool. Da ist es. 104. Verdammt. Wie soll ich das jetzt scannen, bitte? Ah, so.
Nein. So ist gut. Wir scannen Informationen. Also, ich guck mal nach, was ich sonst noch so brauche. Also, insgesamt brauche ich 85 Energiezellen, 65 Technologiekomponente, 12 Powerconduits oder wie auch immer die auf Deutsch heißen, 12 Wrackteile, 33 Sentinel-Waffenteile. Ich brauche einen Haufen Zeug. Ein aktiver Power-Cells sind in der Regel das, was ich am ersten finde. Die Power-Cells, die sind wirklich nicht selten. Und davon brauche ich die meisten. Hier, die Obelisten habt ihr doch gar nicht gescannt. Die Zeit ist auch nicht groß. Ist eigentlich ein Bug, warum ich keine Rowwounds so im Schiff anvisieren kann, oder ist das so? Ich weiß gar nicht, ob man die mit dem Schiff wirklich alle anvisieren kann. Ich glaube, da weiß ich gar nicht, muss ich fragen. Aber ich, weil ich den Dietrich in meinem Schiff auch nicht anvisieren kann, glaube ich, das ist einfach so. Okay. Da, Leute, das ist ein Obelisk, schaut den euch an. Was ist das da hinten? Ach, hier, wo er halt oben ist. Ach, hier waren wir, glaube ich, schon, ne? Hier unten. Eine Scan-Folge hier. Bisschen Entdeckungen machen und ein bisschen mit dem Rauch rumfahren. Das ist so schnell und steil, oh Gott. Ja, das geht aber noch. Wieder nur Gamma. Ich glaube, man sieht hier gar nichts. Wartet mal, wir machen mal hier Abendlicht an, Nachtsicht an. So. Seht ihr hier auch mal was? Naja, alles bläulich. Ja. Man besser als nichts. Oh, die Musik wird bedrohlicher. Schiff zurückgeordert. Oh, ich habe falsche Taste gedrückt. Egal. Und da fährt sich ja noch ein weiterer Obelisk aus. Relikt, nicht Obelisk. So. Scan ist. Achso, hat er schon gescannt, okay. So Leute, wir in den Weiten. Sieht einfach alles so geil aus. Muss mir überlegen dann, welches von diesen Bildern ich nehme. Jetzt weiß ich aber auch, wie ihr diese geilen Thumbnails machen könnt, Alter. Das sind ja... So. Leute, es geht natürlich noch weiter. So, schön, fahr ab. Wir suchen jetzt natürlich noch ein paar Rohstoffe. Wir brauchen noch welche, oder? Ne, ihr fliegt ja mit den Schiffen rum. Da kann ich denn mein Schiff nicht wegschicken? Ach, jetzt. Wir fahren einfach diese Richtung. Ihr seht hier unten auf dem Scanner, dass da was ist. Oh, da hinten ist auch noch was. Was ist das denn? Ich sehe da was rumstehen. Noch mehr Ruinen wahrscheinlich. Chassis-Intaktheit gefährdet. Ah, ja, ja. Wollt ihr es relax? Scan das mal. Auch noch. Also wie viel, was passiert, wenn ich jetzt ganz viele uralte Relikte gescannt habe? Relikte, die kann man nicht so scannen. Die Obelisken, die kann man wirklich einzeln scannen. Ich bringe jedes Hier Mal sind was. Aber tausende Relikte, die ich scannen kann. Ja, Relikte, die kann man einsammeln. Die Obelisken, die kann man nur scannen. Und die Obelisken, die geben dir Daten, die du für Guardian-Zeug brauchst. Relikte, Relikte sind diese Dinger, die aus dem Boden hochfahren. Ja. Wie kann ich die denn einsammeln? Indem du die auf die schießt und dann fallen die runter. Ah. Die 800 Stunden machen sich so ein bisschen bezahlt. Ja Leute, okay, wir haben sie die ganze Zeit nur gescannt. Was bringen sie dir dann, wenn du die eingesammelt hast? Geld?
hier ein bisschen Geld, glaube ich. Hab die aber nie verkauft, weil ich die bis dahin wieder mitgenommen habe. Und bei diesen Guardian-Strukturen findet man die auch immer. Und manche, bei manchen musst du die dann irgendwo hinlegen, damit du so einen Orb scannen kannst, der dir dann einen Bauplanfragment, einen Orb scannen lässt, der dir ein Bauplanfragment gibt. Ich muss mal kurz den. Mit diese brauchst du, um so Sachen wie halt diese Guardian-Jäger freizuschalten. Da brauchst du Jäger-Bauplan. Wo sind die Dinger hin, wie ich runtergefallen sind? Die liegen irgendwo auf dem Boden rum. Es sei denn, die sind gebackt und fallen durch den Boden. Ah, ne, da sind sie. Oder? Ne, das sind immer Steine. Guardian-Waffenteil. Hä? Okay, Leute, müsst ihr jetzt genau darauf achten, wo sie hinfliegen. Kabe, ich hab dich nicht verstanden. Der hat dir was gedroppt, als ich den gekillt hab. Der war's. Die Wache. Ja, die droppen auch Zeug. Zum Beispiel, die droppen auch ihre Teile von ihren Waffen und Schrott. Gas. Das kann man auch einsammeln, das brauche ich auch für Zeug. Ich brauche halt zum Beispiel 33 von deren Waffen zu teilen. Das heißt, ich muss auch noch von den Dingern abschießen. Der Rover ist so nix Nütze, ey. Verdammt, wir müssen da irgendwie hochkommen, Leute. Frage ist nur wie. Wir wollen diese Dinger haben. Hier können wir hochfahren. Ah. Nicht driften bitte, danke. Und was muss man jetzt hier kaputt machen? Du musst oben auf das Ding drauf zielen. Nee, ich bin ja komplett woanders. Ach das? So, aber ich gehe dann auch wieder raus und relog, damit ich wieder alle Obelisten scannen kann. Das heißt, ich gehe wahrscheinlich auch bei maximaler Kapazitätsauslastung. Oh, okay, unser Frachtraum ist voll. Ja gut, Leute. Scannt trotzdem noch ein bisschen was. Sache ist halt, okay, dann müssen wir vielleicht irgendwas abwerfen, denn wir brauchen noch ein paar mehr Rohstoffe. Wenn du in deinem Schiff noch weiteren Frachtraum hast, kannst du auch da was reintun. Das heißt, die Relikte kann ich jetzt in mein Schiff reinpacken? Ja. Ah ja, okay, Leute, dann fahren wir kurz zurück zum Schiff und dann, würde ich sagen, sehen wir uns einfach gleich wieder, wenn wir da es eingeliefert haben. Ja, Leute, Problem ist, in meinem Schiff gibt es keinen Platz, das heißt... Wir müssen jetzt... Musst du aber eigentlich auch nicht mitnehmen. Ich würde sagen, die bringen dir definitiv keine 100.000, meine ich. Sonst wird man davon mehr hören und ich höre von denen eigentlich nie irgendwas. Hallo, I'm back. Ja. Ich bin in Solo. Seid ihr noch in der Privatgruppe? Ja. Ich bin in Solo gegangen. Warum? Was macht ihr gerade im Fang ab? Also ich scanne noch Obelisten. Ich hab jetzt alles von Delta, was ich brauche. Fehlt mir nur noch Epsilon. Ich bin hier gerade bei den Guardian-Strukturen. Also ich fahre jetzt, also ich habe was bei mir abgelegt, den ich mitnehmen kann. Also falls du auch hier hinkommst, kannst du es vielleicht mitnehmen. Was willst du mitnehmen? Einmal ein paar Dinge. Ein paar Relikte und einen Obelisten. Obelisten kann man ein bisschen nicht Geld bekommen, wenn du Bock hast. Die Sache ist, er hat keinen Frachtraum in seinem Schiff. Ja, weil ich alles ausgebaut habe, damit ich Geld hatte für die nennen sich das Ding hier Kraftstoffsammler oder so, oder Treibstoffsammler. Ja, das tut mir dann leid, das ist come on. Nichts machen. Wie gesagt, wenn du irgendeine Möglichkeit findest, da was zu ändern, dann. Ich glaube, es gibt auf meinem Schiff kannst du was kaufen, kannst du Schiffe kaufen, kleine, die haben Frachtgestelle. Und, da habe ich aber das Geld nicht für. Wie viel fehlt dir denn? Was hast du denn aktuell an Geld? Lass mich gleich mal kurz gucken. Ich glaub, das kannst du ganz einfach bei der rechten Konsole schauen. Ja, hier noch ein Epsilon. Ich habe jetzt 36 Epsilon. 389.000. Dafür kannst du eine kleine Sidewinder am Carrier holen. Gleich dafür eine Sidewinder. Ah, okay, gut. Gesagt, du kannst dir dann auch ein bisschen Geld dazu verdienen, indem du halt mir die Sachen lieferst, auf meinem Carrier verkaufst. Ja, das heißt, ich müsste aber irgendwie mir diesen Ort hier markieren. Kann ich das? Ja. Mein Schiff packt. Kannst, wenn du in die Karte gehst, Systemkarte, oder auf den Planeten klickst, wo du gerade bist.
Ich muss aber genau den Standort haben, wo mein Schiff jetzt steht. Ja, das geht nicht. Du kannst ja aber den Planeten markieren. Du kannst auch eigentlich, wenn du... Eigentlich musst du nur einen Basissystemscan machen. Mit dem Scanner, der in jedem scheiß Schiff drinne ist. Sorry für die Sprache. Du wirst jedes Mal, die spawnen immer wieder, diese Urnen, die du da gefunden hast und die Tafeln. Die spawnen immer wieder Hilfe, neu. Ich stehe über Kopf und komm nicht wenn weg. Du auf da, wenn du in der Systemkarte Schiff auf dem Planeten bist, wo du ist, da ist so... Das ist so ein komisches Zeichen von so einem Rechteck, was ausgeschnitten ist unten. Was macht KB schon wieder? Damit kannst du dir ein Lesezeichen platzieren. Frage, wer ist das? Du kannst das zwar nicht mit den Ruinen nachnahmen, mit dem Planeten. Und die Ruine kannst du eigentlich ganz einfach wiederfinden, indem du einfach das System mit dem Standard-Erkundungsscanner einmal scannst. Okay. Der ist in jedem Schiff. Musst nur einstellen. Ja, ich habe gerade ein Problem. Und zwar stehe ich über Kopf. Kann ich. Oder? Einfach mit den Düsen umdrehen. Ja, versuche ich ja. Komm schon. Ah, jetzt, oder? Okay, ab. Ah ja, okay, ich stehe wieder. Oh, gut gemacht. So, ich möchte ein paar andere Rohstoffe. Ich werde jetzt nicht die Guardian-Dinger, sondern normale Rohstoffe. Ja, da musst du einfach rumfahren. Okay, da findest du die. Da gibt's auch so einen Scanner da vorne. Du hast deinen Scanner, wo du rundum siehst, ne? Ja, dann nach dem Link folge ich, keine Sorge. Genau, und vor dem Scanner, da bewegt sich immer sowas, von links nach rechts. Ja, da, auch das gucke ich ja immer. Und die, damit du die gescheiten bekommst. Ah, hab was gefunden, schauen. Perfekt. Ja, okay, gut. Danke, dass du das für meine Erklärung ausführen durfte. Ne, ich hatte das ja schon mal gemacht, sonst habe ich ja hier, sonst hätte ich ja hier nichts Dings. Aus, bis scannen wir mal ganz kurz. Nimmst du noch auch? Ja. Okay. Viel Spaß beim Schneiden. Ja, brauche ich nicht schneiden. Also ich hab immer zwischendurch angehalten. Ich habe kurzzeitig Videos gemacht, ich habe die nie geschnitten. Das ist das Video, was ich jetzt letztens war, 2 Stunden Schneidarbeit. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe ja immer Pause gedrückt während so lang. Es hat jetzt 32 Aufrufe, immer noch 8 Likes, okay. Material Kohlenstoff, das ist so gut. Und 1,5 Stunden wurde es schon angeschaut, obwohl das Video nicht mal 10 Minuten lang ist. Da bin ich immer stolz drauf. Das ist so geil, das Gefühl. Ja Leute, wir sammeln jetzt noch die letzten paar Dinger auf, dann fahren wir zurück zum Schiff. Und dann würde ich sagen, war es das auch, weil meine zweite halt große Erkundung. So ein bisschen. Nächste Folge fahren wir dann vielleicht noch kurz zum Guardian-Tempel rüber. Ja, machen wir gleich. Moment, ich guck gerade noch, dass ich ein paar Epsilon-Daten zusammenbekomme. So, ich rufe mal das Schiff hier hin. Schiff zurückgeordert. Ja. Könnt ihr mal kurz von außen das anschauen. Wo kommt's denn her? Ich hab was gehört. Einmal ein Salto gemacht, schöne Rolle. Da oben. Da ist es. Okay, Leute, wir müssen jetzt noch zum Schiff zurückfahren. Ist direkt hinter uns, das sollte kein Problem sein. Ist dann direkt in den Ruinen, das ist natürlich schon ein Problem. Komm, wir geben jetzt mal Vollgas, das wollt ihr doch mal sehen hier. Wir geben Vollspeed hier rüber. Ui, von Monster ging es gleich kaputt ist. Aber egal. Oh, hier liegt noch ein Obelisk rum. Okay, jetzt die Obelisken. Die Obelisken stehen rum. Die Beta-Daten habe ich jetzt auch voll. Ja, ich hab schon 81 Beta-Obelisken da. Oh fuck, ich bin explodiert. Ja, das ist schlecht. Das ist nicht so schlimm. Mit deinem Schiff oder mit deinem kleinen Buggy? Mit dem Buggy. Ja, das ist nicht schlimm. Das heißt, ich hab keinen mehr. Du kannst nachkaufen auf Stationen billig. Ganz normal. Ja, wo haben wir hier eine Station? Ja, oder auf seinem Carrier. Träger kannst du auch. Auf dem Carrier? Okay, gut, alles gut. Okay, dann. Ja, Leute. Ich glaube, mit dieser kleinen Explosion war es das dann für diese Folge. Oh Mann, jetzt habe ich die ganzen Rohstoffe. Warte, habe ich die Rohstoffe denn noch? Rohstoffe, die gehen nicht kaputt, wenn du stirbst. Materialien, die Sachen, die du verkaufen wolltest, die nicht mehr. Verdammt, da waren so viel, oder? Ah doch, okay, ja, Materialien habe ich noch. Wenn du hinfliegst, sind die wieder alle da. Okay, gut. Egal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.